Hallo Leute und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal und heute gibt es wieder eine neue Folge Minecraft Ender und ja, also ich habe gerade schon etwas gesehen, ja nämlich ich habe jetzt angefangen an meinem Haus zu bauen, ihr seht auch, ich habe einiges verändert, ja also erstmal hier oben habe ich schon angefangen, also hier habe ich so einen kleinen Weg gemacht, der wird über die Folgen hin auch noch geupgradet. Also hier wird dann eine richtige Treppe hinkommen und ja, also hier oben, hopp, jetzt rauf, ja, hier habe ich schon mal so, hier einfach so, wo dann der Eingang sein wird, hier hingebaut. Vielleicht würde ich es noch etwas größer machen, weil es große Türen gibt in einem Modpack und die vielleicht cool aussehen dran, ja, ich muss dann gucken. Ich dachte mir, ich werde das Haus hier so auf eine Fläche bauen, damit das wie so eine Villa, die so am Berg hängt. Ja, jedenfalls, ich habe hier auch noch ein paar Bäume hingepflanzt, damit ich Holz fahren kann. Ich habe auch etwas gefarmt hier. Ja, hier im Ofen habe ich sogar Eisen besorgt, also ich habe Eisen besorgt und hier geschmolzen. Ich habe jetzt auch, hier hinten habe ich die Schafe hingetan. Das sind zwei Schafe, ja, vielleicht mache ich dann noch mehr rein, ich kann auch eine, ich kann sie auch füttern, dann paaren sie sich, dann kann ich eine Schaffarm machen, ja, jedenfalls, ihr seht auch, ich habe mir einen Chisel gemacht, damit ich eben die Blöcke dort bekomme, machen kann, hier habe ich noch mehr von denen, ja, vielleicht, ich bin mir nicht mehr so sicher, also ein paar von euch haben, ich weiß nicht ganz, also ein paar von euch haben auch geschrieben, sie würden sich über einen Livestream freuen oder einer. Jedenfalls, wahrscheinlich würden schon ein paar kommen zum Livestream, wenn ich live mein Haus bauen würde, so. Aber ich weiß nicht ganz, ob das doch geht oder nicht. Ja, ich muss mal gucken. Ja. Ich weiß noch nicht ganz, ob überhaupt einer kommen wird oder nicht. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich den Livestream machen will oder so. Und ich sehe gerade, hier ist eine Kiste. Gehört die Sven oder Gustav? Hier sieht es so ein komischer Ton. Das war jetzt schon komisch. Okay, dann mal, ich denke, ich will mal wieder mit Sven reden. Hier war ich ja schon seit Folge 1 nicht mehr. Also letztens bei Folge 1, aber ja. Ah, hallo, Raphael? Ah, ja, ah, Raphael, so heißen Sie. Tut mir leid, ich kannte Ihren Namen noch nicht. Macht nichts, wenn ich fragen darf, was ist in der Kiste? Ich habe mich entschlossen, meinen Traum von meinem eigenen Laden zu machen. Sie dürfen gerne etwas aus der Kiste kaufen. Brauchen Sie gerade etwas? Ja, ich bräuchte zurzeit einen Kaktus und einen Lapislazuli. Haben Sie so etwas? Ja, die beiden Dinge habe ich. Gut, nur ich kann kein Geld. Ich habe kein Geld zum Bezahlen. Macht nichts. Zurzeit haben wir eh noch kein Geldsystem. Sie können auch mit Erzen bezahlen. Das würde 2 Eisen kosten. Du kannst es in die Truhe neben meinem Zelt legen. Okay. Ah, hier. Was steht hier? Kasse von Sven. Okay, also dann hier drinnen. Ah ja, hier. Kaktus 5 Franken. Lapis Lazuli 7 Franken. Blumentopf 1 Franken. Gemälde 4 Franken. Okay, dann. Ja, also ihr werdet gleich sogar sehen, für was ich diese Dinge brauche. Aber, ah ja, ich habe ja Eisen dabei. Ja, also das heißt, ich kann, oh, der hat hier schon etwas verdient und was ist das? Boris Kaugummipapier. Boris, das ist kein Mülleimer, das ist eine Kasse mit Geld. Ja, also dann mach mal hier 1, 2 rein. Gut, dann bezahlt und jetzt kann ich mir das hier rausnehmen. Einen Kaktus und ein Lapis Lazuli. Gut. Dann geht's jetzt los, nämlich jetzt kann ich mir etwas machen und diese Kiste hier, die habe ich noch gar nicht, also ich habe die gerade noch nicht wirklich bemerkt. Ja, gar nicht bemerkt eigentlich. Ja, was steht hier drauf? Geschenk von Bürgermeister Klaus. Oh, ein Geschenk von Bürgermeister Klaus, was ist wohl da drin?
Das gucken wir uns gleich an. Jetzt würde ich gerne schnell gucken. Nämlich hier in der Kiste habe ich mir eben auch hier den hier gemacht. Den Rosenrot. Hier diesen Farbstoff. Und hier auch noch einen Tonblock. Ja, ich mache mir schnell hier so, keine Ahnung. Hier habe ich auch eine Werkbank. Vielleicht wissen schon ein paar, was ich machen will. Nämlich jetzt kann ich hier Kaktus zu. Hallo? Ja, ich muss den brennen. Ich werde nämlich jetzt den Kaktus brennen, damit ich Farbstoff bekomme, denn dann kann ich näher hier Paint. Nein, das ist falsch. Schnell gucken. Hier war es doch. Hier. Nicht den hier, sondern das hier. Dekobank. Dann kann ich mir eine Dekobank machen. Weil dann kann ich mir solche Möbel machen. Stühle, Regale und alles. Ja. Also, ja, und dafür brauche ich eben Lapislazuli, Rosenrot, Kaktusgrün, eine Werkbank und einen Ton. Ja, also nur für die, die es vielleicht nicht wissen, das ist von einem Mod, das geht im normalen Minecraft leider nicht. Ja, also, ich habe mal schon so einen Fehler gemacht, dass ich etwas craften wollte, dass es nur in einem Mod gibt. Und ja, jetzt habe ich das hier, Dekobank. Gut, also, ich denke, ich platziere die mal. Keine Ahnung, wo könnte ich die platzieren? Hier. Ah! Jetzt kann ich mir diese Sachen herstellen, aber ich brauche Farbstoffe dafür. Ich würde mal sagen, Sven wird viel Eisen von mir bekommen. Ja, jedenfalls, jetzt will ich mal hier reingucken. Was gibt's denn hier drin? Ah, eine Mailbox, ein Briefkasten habe ich bekommen. Cool. Dann mal gucken. Jetzt habe ich meinen eigenen Briefkasten. Ich denke, ich mache den so hier hin. Schätze ich mal, ja. Ah, cool. Jetzt habe ich einen Briefkasten. Jetzt kann ich auch Briefe erhalten. Vielleicht schreibt mir ja mal jemand etwas. Ja, jedenfalls, in dieser Folge wollte ich auch noch über etwas sprechen, das ich plötzlich bemerkt habe. Ja, jetzt müsst ihr, ups, gucken. Entschuldigung, meine Maus geht langsam der Akku aus. Akku aus, ja. Jedenfalls, was ich jetzt machen wollte, ist, ich brauche erstmal eine Schere. So. Also, jetzt muss ich zu den Schafen gehen. Nämlich, ich habe mir mal Folge 2 wieder mal angeschaut. Also, ja, wisst ihr, die Folge 2, wo ich, ja, Professor Dr. Dimension gefunden habe. Schnell gucken, so, ja, das sollte schon reichen. Ich schere noch schnell das andere. Ja, ich habe mir diese Folge mal wieder angeguckt und bei. Nein, 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 nein. Und könnt ihr euch noch an den Teil erinnern, wo ich so gemacht habe und vor der Luke war, die zum Labor ging? Da will ich dann gleich auch noch hingehen. Ich habe mich bestimmt nicht getäuscht. Nämlich, wenn man richtig hinguckt, dann sieht man dort jemanden, wirklich jemanden stehen. Und das habe ich echt überrascht. Ja, was sehen? Hier, 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 hier. Und jetzt sollte ich mir. Ja, ein Online-Picture-Frame. Gut, damit kann ich jetzt Bilder einfügen. Ich würde mal sagen, ich gehe mal hier auf zu meinem Haus. Dann haben wir eine kleine. Ein kleines Basting, etwas privater. Ja, mal gucken. Ja, das Haus soll übrigens auch 2 Stöcke hoch werden, vielleicht auch 3. Ja, jedenfalls, hier habe ich einen Block dabei. Ja, Eichenholz geht auch gut. Ja, hier ist doch gut. Also, jetzt kann ich einfach das hier einfügen. So machen und jetzt einfügen. Mal sehen, wenn ich mich recht erinnere, muss ich das drücken und so. Gut, eingefügt. Safe. Und jetzt seht ihr's. Hier. Diese Szene meine ich. Ja, ihr seht es vielleicht schon ein wenig. Schnell gucken. Ich mache es größer. 5 mal 5. Also. Safe. So. Ja. Ich würde es gerne ein bisschen lang gezogen haben. Wie ziehe ich es lang? Mal random etwas eingeben. So. Jetzt habe ich es länger gemacht, ich will es breiter haben. 6. Ja, ich muss die Schafe hier noch wegbekommen. Aber ja, gut, das sieht doch gar nicht schlecht aus.
Hier oben habe ich etwas gesehen. Seht ihr? Hier oben ist jemand. Und ja, also hier. Und ja, ich weiß nicht ganz, was das ist. Ich glaube, das ist sogar ein Enderman. Also, jetzt gibt es zwei Theorien. Entweder es ist ganz random dort hinten ein Enderman, oder der ist mich dort am Beobachten. Ja. Ja, also, und deshalb wollte ich jetzt diese Folge nochmal zu diesem Ort hingehen, zu Dr. Dimensions Labor. Also nicht reingehen, aber ich wollte hier hinten mal gucken gehen, was der dort macht. Ob der immer noch dort ist oder vielleicht so. Ja, ich werde jetzt herausfinden, ob dort wirklich nur random einer war oder nicht, weil ich habe sogar geguckt. Das hier ist nachdem ich rausgegangen bin, aber als ich noch drin war, also als ich reinging, war der auch schon dort. Ja, ihr könnt es gerne in der Folge mal nachsehen und schreiben, ob ihr ihn auch gesehen habt. Ups. Ja, jedenfalls, jetzt will ich erstmal jetzt losgehen. Also ich gehe jetzt zu diesem Enderman, also dorthin, wo der war. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, ich bin jetzt angekommen. Die Kuh hier könnte ich eigentlich mal gebrauchen, ja, weil ich würde mir wirklich gerne mal einen Hängegleiter machen. Ja, hier, er hat das Schild umgewandelt. Labor geschlossen, bis ich wiederkomme. Dr. Dimension. Okay, also Dings, es wäre mal praktisch, einen Hängegleiter zu haben. Nämlich, ich habe den Mod drauf, der das macht. Okay, jetzt, also dort hinten war er letztens, was, dort ist seine Kiste. Also dort war er letztens und hat mich anscheinend irgendwie beobachtet. Jetzt, ja, scheiße. Ich habe bemerkt, ich habe gar keine Baumblöcke dabei, um dort hinten hinzukommen. Das ist ja schon ein bisschen blöd. Ich muss mal schnell abbauen. So, gut. Jetzt hoffe ich mal, dass ich alles habe. Vielleicht ein bisschen den Ton runter, denn keine Ahnung. Dort hinten muss ich jetzt hin. So. Okay, dann so machen. Gut. Ach du Baum! Ich will doch nur dort hinten hin. So, jetzt hier bauen. Oh nein! Ja, ich bin der Pro im Bauen. So, ich will doch nur zu der Kiste. Komm schon. Okay, jetzt noch das hier. Und nein, komm schon. Ach Mann, was soll ich hier? Ah, ich will jetzt nicht fallen. Ah, ich habe eine Idee. Nein! Oh, ich bin so. Komm schon. So, ich hoffe, jetzt funktioniert es. Nämlich jetzt kann ich hier. So, oh, hab's geschafft, endlich. Also, ja, hier ist die Kiste und ich glaube, es ist auch nicht so eine Kiste, die in den Bäumen ist, weil ich glaube, im Dschungel ist so eine Kiste gar nicht hier. Ja, ich guck mal rein. Ein Buch? Logbuch. Okay. Wollen wir mal gucken, was. Ach, da drin steht. Okay. Ja, hier irgendwie. So. Also. Eintrag 1. Ich bin schon seit einiger Zeit auf der Suche nach dem Wissenschaftler. Aber ich finde ihn nicht. Der Boss wird mich alle machen, wenn ich ohne Informationen zurückkomme. Okay. Ups. Ich wollte ja nicht fertig machen. Eintrag 2. Tag 2. Ich habe gerade ein Lager aufgeschlagen. Ich habe den Wissenschaftler immer noch nicht gefunden, aber ich habe was gehört. Ich habe Angst. Ich glaube, es kommt. Punkt, 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 Punkt. Es war nur eine Katze. Okay. Eintrag 3, Tag 5. Ich habe einen Dschungel gefunden. Ich begebe mich jetzt auf die Suche nach dem Wissenschaftler. Ich habe den Tipp bekommen, dass er sich hier aufhalten soll. Eintrag 4, Tag 6. Ich habe das Versteck des Wissenschaftlers gefunden. Ich gehe jetzt rein. Moment mal, ich habe was gehört. Zum Glück bin ich noch in meinem Buch, Logbuch-Versteck. Moment mal, da kommt jemand. Moment mal. Ich glaube nicht. Ich glaub's nicht.
Er ist es. Ich muss dem Meister Bescheid sagen. Gut, er geht gerade ins Versteck vom Wissenschaftler. Ich gehe jetzt. Ich hoffe, ich vergesse nicht mein Logbuch. Ja, du hast die Hoffnung wahrscheinlich schon ein wenig verloren. Ja, also er hat das Logbuch anscheinend vergessen und manchmal. Er sagte, also er hat sich hier versteckt in seinem Logbuch versteckt. Das heißt, er hat mich von hier aus gesehen und wie ich gerade reinging und er sagte, er glaubt's nicht. Er ist es. Also er sagte, ich glaub's nicht. Er ist es. Meint er damit mich? Was könnte er damit nur meinen? Ach, Also, ja, ich würde mal sagen, ich gehe da mal. Das ist schon merkwürdig, aber ja, hier ist auch nichts mehr. Hat er nicht etwas von einem Lager gesagt? Vielleicht sollte ich mal losgehen, um dieses Lager zu finden. Ja, aber ja, schon seltsam. Und was ist das da für ein Name oder so? Soll das ein Name sein oder so? Keine Ahnung. Kann man in den Kommentar schreiben, ob ihr eine Vermutung habt wegen, ups, ob ihr irgendwie eine Idee hättet, was das hier sein könnte für eine Sprache oder für was die Zeichen stehen könnten oder so. Ja, mal sehen, ich muss jetzt erstmal aus diesem Wald raus. Nein. Ah, endlich wieder da. Gut, so und so. Okay, also wir haben das Logbuch gefunden und das Versteck. Ja, also schau auf. So, jetzt wissen wir also, dass er da hinten mich anscheinend den Wissenschaftler finden wollte, aber bevor er ins Versteck ging, kam ich und er traute anscheinend seinen Augen nicht, dass ich es bin. Okay. Ja, schon seltsam. Also, ja, also Leute, ich würde dann mal sagen, das war's für diese Folge. Schreibt gerne eure Theorien in die Kommentare, was ihr wegen diesem Enderman denkt und so. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich will wirklich jetzt nichts versprechen oder so. Ich sage einfach mal, nach meiner Schätzung, falls ich es schaffen sollte, einen guten Stream zu machen mit Haus bauen und so, werde ich wahrscheinlich Samstag um, keine Ahnung, um 16 Uhr oder so streamen vielleicht. Keine Ahnung, guckt auf jeden Fall morgen oder so mal bei Community rein. Dort werde ich bestimmt etwas reinschreiben, falls ich streamen sollte. Ja. Aber wirklich, ich weiß nicht, ob es funktionieren kann oder nicht. Vielleicht kann ich ja mal mit meinen Eltern gucken. Die hätten eine Idee gehabt, die es vielleicht besser funktionieren könnte. Aber ich weiß nicht so ganz, ob das funktionieren kann. Sonst baue ich das Haus einfach offline, also halt einfach für mich, so wie ich jetzt hier schon vorbereitet habe. Und dann seht ihr mein Haus nächste Woche Dienstag und das wird richtig geil. Yay! Also das wird richtig cool dann, ja. Das wird richtig cool, ja. Also, ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut auch gerne beim nächsten Mal wieder vorbei und ja, ciao, tschüss.